Also 1 Million Liter Wasser, aber ein schöner Fakt dazu ist nämlich, dass diese 1 Million Liter Wasser mit 33 Tonnen Salz angerührt sind, um das Wasser auf Meeresqualität zu bringen, und das entspricht einem Salzgehalt von 3,3% und der ist lebensnotwendig für die hier lebenden Schwerwasserfische. Wie gesagt, Korallenriff, also sehr salziges Wasser und auch sehr tropisch, also warmes Wasser, 26, 27 Grad Celsius hat es. Wer ein Aquarium zu Hause hat, weiß, wie warm es ungefähr ist. Und ja, was noch ganz interessant ist, ist die Scheibendicke, die beträgt oben 17 cm und unten 22 cm. Weil der Druck unten höher ist, muss es unten eben ein bisschen dicker sein, also ca. 5 cm dicker. Und dazwischen finden wir überall 3 Meter Platz für die ganzen Fische, damit sich auch jeder mal aus dem Weg gehen kann. Und auch für die ganzen Steinsäulen hier, an denen dann Korallen befestigt werden, damit es hier überall richtig schön gut drin ist. Und ja, dann nähern wir uns dem Grund und sind damit am Ende unserer kleinen Reise. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.